Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur Folge 54 in Factorio. Dies ist die Folge, die uns weiterbringen wird, denn wir werden in dieser Folge erweiterte Schaltkreise bekommen. Jawohl. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, wir haben uns mittlerweile alles zusammengekramt, was wir dafür brauchen. Es ist quasi nur noch ein Zusammenschließen der einzelnen Sachen. Und dann sind wir soweit. Wir benötigen dafür Kupferkabel, die müssen wir wahrscheinlich herstellen, die können wir uns nicht holen. Allerdings ist noch ein weiteres Problem das hier, eine Mauer. Eine Mauer, die uns daran hindert, weiterzubauen. Deswegen werden wir mal kurzerhand hier die Mauer erweitern müssen. Es führt kein Weg dran vorbei, wir müssen. Aber das sollte relativ zügig gehen, denn... warte mal, wir müssen uns hier von einen Haufen herstellen. Ich muss mal kurz, kein Moment... Kleinen Moment. Oh, ich hoffe, wir kriegen das jetzt schnell über die Bühne. Komm, wir kleben da jetzt gerade eine Mauer hin. Das kann ja nicht ganz so schwierig sein. Wir brauchen dafür nur einen Haufen Nanobots, die uns die Dinger basteln. So, Eisen mitnehmen hier. Bisschen Kupfer. Und hoffentlich sind hier noch Steine drin. Komm schon, Steine. Ich brauche Steine. Steine! Hier sind echt keine Steine mehr drin. Aber wir fahren ja gerne Auto, war? Hatte ich ja schon mal erzählt. Der Autofahrsimulator hier. Deswegen ist das kein Ding. Machen wir gerne. Aber ich glaube, hier vorne sind auch keine Steine, ne? Wir haben so einen leichten Steinmangel, würde ich mal behaupten. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich das tatsächlich behaupten. Wir brauchen halt Nanobots. Also ich würde mal sagen, so 100 wäre schon gut für hier so die Ecke erweitern. Vielleicht gehen wir bis... Warte, wir nehmen uns die jetzt mal mit. Bauen die 41 und jetzt gucke ich mal ganz kurz, hier muss doch irgendwo noch so ein Steinfeld sein oder so, wo ich mal so ein paar Steine wegbekomme. Hier so Felsen und so, weißt du? Sonst bin ich immer dagegen gerammelt, mittlerweile findest du die Dinger nicht mehr oder was? Das ist doch scheiße. Egal, 80 Stück. Reicht erstmal. So, dann müssen wir mal gucken. Nach einer Mauer. Wo haben wir es? Irgendwo habe ich doch Mauer. Habe ich das hier? Da habe ich doch Mauer. So, einmal kurz abreißen. Dann das Ding hier hin. Jetzt haben wir natürlich... ist hier die Mauer halt ein bisschen dicker, ist ja auch egal eigentlich. Ich habe übrigens versucht, wir hatten ja schon mal die Diskussion wegen dem hier. Ja? Da wurde ja auch schon mal gesagt, man könnte das einfach... Ist ganz schön schwer wegzuklicken mittlerweile, wenn du es so schnell abbaust. Ich hatte gedacht, man könnte eventuell die Blaupause neu ziehen und würde dann keine... keine Munition mehr da reinlegen müssen, aber dem ist tatsächlich nicht so. Ich habe die Blaupause neu gezogen und es ist einfach immer noch. Es bringt nichts, ob ich die neue ziehe oder peng. Es macht einfach keinen Unterschied. Die wollen immer Munition da reinschmeißen. Ist zwar schade, aber was willst du machen, ne? So, jetzt haben wir natürlich einfach mal keine Mauern mehr am Start, ne? Ich habe mich eingebaut. Eieiei. So, ich hoffe mal, dass jetzt keine Aliens kommen, während wir hier rumhantieren. Eieiei. So. Machen wir das mal weg. Gucken, ob hier irgendwo der Strom abkackt. Sieht nicht so aus. Das ist schon mal gut.
Warte mal, wir müssen mal hier ein Radar hinstellen. Ich hatte tatsächlich, wo ich hier oben die Base erweitert habe, war hier so ein ganzer Fleck auf einmal nicht mehr zu sehen. Da habe ich erstmal hier ein Radar einstellen müssen. So, ich muss mal kurz hier hinten die Munition abklemmen, dass die leer läuft. Beziehungsweise wird die wahrscheinlich nicht leer laufen. Aber ich brauche Steine, Leute, Mann. Ich brauche Steine. Mann. Steinfelder gibt es hier aber auch einfach nicht, ne? Es gibt keine Steine. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir das hier oben nochmal so einen kleinen Tacken umprogrammieren, dass wir wirklich, dass der hier auch erst läuft. Den haben wir ja, glaube ich, auf 5K gestellt. Können wir hier reinkopieren und stellen den auf 3K. So, dass erst das hier läuft, dann der wegläuft. Macht vielleicht Sinn, ich weiß nicht. So, wir brauchen Steine. Ich muss hier klauen gehen. Add nützt nichts. So, wir haben echt von den Ziegelsteinen, können wir mal hier begrenzen. Wo kriegen wir denn sonst noch Steine her? Eigentlich nirgendwo, ne? Wir könnten höchstens so ein paar Felsen abbauen, wenn ich irgendwo Felsen hätte. Hier sind ein paar Felsen. Aber das ist jetzt auch nur so ein bisschen immer, ne? Hier. Alles immer nur so ein bisschen. So, das sollte, denke ich mal, erstmal reichen, oder? Ja. Passt schon. Gut. So, das hier wird abkacken, ne? So, die Frage, ob der dann trotzdem... Ja, noch Licht's voll. Aber jetzt kackt auch hier... Warte mal. Ja, wir müssen mal kurz da vorne das Bauxit reinschmeißen, was wir daneben in dem im Teil haben. Warte mal, der Zug steht. Hat hier einer keinen Saft mehr? Ich glaube, ich habe das auch schon in den Kommentaren gelesen, dass der Zug stehen bleiben wird. 3000 Eisen, sehr gut. Sehr gut. Dass der Zug stehen bleiben wird. Ja, ne, was soll ich dazu sagen? Ihr habt recht. So, schmeißen wir das Ding hier mal voll. Oh, geht nichts mehr rein. Okay. So. Und tschüss. Müssen wir aber fertig werden. Ich habe angekündigt, in dieser Folge wollen wir die Schaltkreise fertig machen. Und das ziehe ich durch. Wenn die Folge eine Stunde dauert. Aber ich mache hier wieder alles, nur nicht das, was ich wollte. Es ist immer dasselbe. So, reparieren, okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann können wir hier Abriss machen. Und eigentlich können wir das Band auch abreißen. Die schmeißen das doch eh in die, in die Türme rein. Von daher ist eigentlich auch Peng. Dim 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 dum 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 dum.
brauche natürlich Unmengen von den Typis, ne? Vielleicht sollten wir doch so ein bisschen mit der Hand abreißen. Aber ich habe keine Lust, mit der Hand abzureißen. Das ist so viel entspannter. Sehr schön, jetzt haben wir nur noch 27 Stück. Immerhin. Können wir uns hier nochmal Steine holen? Können wir noch Zähne bauen? Ach Gott. So, das. 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 Dann gucken wir mal, wie lange sie halten. Haben wir keine Masten mehr? Mach keinen Scheiß. So, wo gehen wir denn hin? Eigentlich könnten wir jetzt hochgehen, ne? Aber vielleicht wäre es sinnvoll, hier hochzugehen. Dass wir da nicht um das Wasser drumherum noch. Das ist ja auch blöd eigentlich. Man kann die fast nicht mehr da rausklicken. So, echt keine Türme mehr? Was? Was? So, dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch. Hier, wo wir sind. So. Keine Mauer mehr. Ärgerlich. Und jetzt haben wir keine Nanobots mehr. War klar. War so klar. Haben wir noch Gras? Ja. So, haben wir zumindest schon mal Munition am Start. Habe ich jetzt hier irgendwas totgelegt? Nö, ne? Läuft alles nach wie vor wunderprächtig, sehr schön. Alles tutti, kann weitergehen. Ja, ich glaube, mit den Schaltkreisen die Folge, uiuiui, wird knapp. Wird knapp. Ah, ich brauche Steine. Mann. Kann nicht sein. Das ist doch scheiße. Alles Kacke. Na, wir haben ja sonst nichts zu tun, wa? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber wir haben jetzt wieder Platz, ne? Man muss sagen, also geht. Geht klar. So, da unten brauchen wir definitiv noch ein Radar. Ach du Scheiße. Halbe Base weg. Wahnsinn. So, würde ich sagen, reicht. Fehlt gleich eh wieder Eisen. Natürlich. Out of Ammo. Ich hole kurz Mauern und dann geht's weiter. So. Mhm.
So, haben wir das. Sehr schön. Dann hier noch ein bisschen. Zack, zack. Fertig. Fertig. Ich hoffe mal, das geht klar so. Ja, sollte eigentlich. Also sieht Bombe aus. Bombe. So, dann kommen wir jetzt mal zum Wesentlichen hier und mal ein bisschen vorwärts. Erweiterte Schaltkreise wollen wir basteln und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. So, wir fangen damit an, dass wir erst einmal die Kabel herstellen. Die Kupferkabel, die wir da brauchen. Das würde ich sagen, machen wir hier auf der Seite. Dann legen wir das mal darüber. So. Machen wir mal einen langen Tunnel. So, lassen wir mal wieder ein bisschen mehr Platz. Wollen wir... Ja. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Wir haben einfach nichts mehr. So. Kupferkabel, 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 Kupferkabel. Sehr schnell gefunden, sehr gut. So, Ströme, 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 Ströme. Bams, läuft. Okay, sehr schön. Dann machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Wie viel baut der so? Der baut schon so viele so, ne? Dann wäre ja so ein Teiler gar nicht so schlecht. So, so und so. Oder? Sehr schön. Läuft. Hoffentlich. Der läuft leer, der läuft leer, der läuft fast leer und der läuft. Ja. Geht schon irgendwie. Geht schon irgendwie. So, wir können ja hier einfach noch einen zweiten dran setzen. So, und schon läuft das schneller. Gut, ich brauche definitiv noch ein paar von dem Krempelzeugs hier. Sonst wird das hier nichts. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Jede Menge davon. So, dann bauen wir... Ne, warte mal. Oder? Ach komm, das geht so schnell. Lass die Knickis doch bauen. Nehmen wir uns aber trotzdem noch mal welche mit. Achso, da fällt mir ein, ich wollte das Eisen wegbringen. Siehste, wieder alles vergessen. So, Tunnel, lange Tunnel. Wo sind die langen Tunnel da? So. Okay, wir haben Kupferkabel. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch das Zeug zusammenzuschmeißen. Wir haben 4 Aluminiumplates, 4 Kupferkabel, 2 erweiterte Schaltkreise, 2 elektronische Schaltkreise. Würde ich sagen, machen wir das Ganze wie hier mit 3 Leitungen. Das heißt, wir können uns das Ding kopieren. So. Ja, das können wir wegmachen. Dann bauen wir das hier hin. Ein bisschen nach da versetzt. Vielleicht um eine Montagemaschinenlänge. So. Lassen wir mal ein bisschen Platz dazwischen, dass wir da auch nochmal mit dem Auto durch können. So, dann schmeißt das mal dahin. Ihr Nasen. Was fehlt? 1, 2, 3, 4. Echt jetzt alles?
Es fehlt einfach alles. Es fehlt einfach alles. Ich werde heute nicht mehr fertig. La 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 la. Na, 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 na. Einmal. Davon haben wir noch welche. Nehmen wir uns Motoren mit. Nehmen wir uns die Motoren noch mit. Dann sollten wir doch eigentlich mal so langsam welche bauen. Ach, erweiterte Schaltkreise. Oh Gott. So, Freunde der Nacht. Eisen, es ist immer Eisen. Es ist echt immer Eisen. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir genug haben. Komm schon. Komm schon. So, warum arbeiten die nicht weiter? Weil, ach so, Eisen, ja, genau. Siehste? Das kommt davon. So, dann läuft das jetzt gleich wieder. Hoffentlich. Jawohl. Das ist auch leer. Ja, da sind doch schon mal ein paar. Das ist doch schön. Ist doch alles wunderbar. So, dann einmal fertig bauen, bitte. Sehr gut. Und dann machen wir hier die erweiterten Schaltkreise. Bams. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir schauen. Wir legen erweiterte Schaltkreise und elektronische Schaltkreise zusammen. Das heißt, die hier zusammen mit denen da oben. Jetzt müssen wir die natürlich noch hier runterlegen. Würde ich sagen, machen wir hier. So. Müssen wir mal gucken, wo wir hier hergehen. Sagen, wäre schon gut, wenn wir hier irgendwo ankommen würden. Freunde, wir haben es gleich geschafft. Dann können wir alle möglichen Maschinen bauen. Ohne Probleme. Das wird so schön, das wird so schön. So, jetzt noch Aluminium und Kupfer und dann ist der Drops gelutscht hier. Bams. So, Aluminium. Aluminium, Minjung. Wie weit kann ich eigentlich bauen? Bis da. Das ist doch cool. So. Zack. Zack, zack. Zack. So, jetzt noch Kupfer und dann haben wir es. Schön. Schön, schön, schön. Vielleicht sollte man hier noch eine Verbindung machen, das wäre ganz gut. Bams. Nice. Nice, 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 nice. Freunde, wir haben es geschafft. Jawohl, erweiterte Schaltkreise. Los, fang an zu arbeiten. Los. Endlich. Jetzt natürlich die Sache. Dass wir schon das Ganze ein bisschen vergrößern müssen, wahrscheinlich, oder? 7 Schaltkreise. Oh, geil. Geil, geil, geil. Wir können rote Maschinen bauen, Freunde. Wir können rote Maschinen bauen.
Guckt's euch an. Ich würde sagen, der rüstet als erstes auf mit, oder? Mit roten Maschinen. Herrlich. Die sind auch mal eben... Ja, nochmal... Einiges schneller. Ja, kommen tatsächlich nicht so viele raus, ne? Es reicht. Es reicht. Können den ganzen Tag hier stehen. So, haben wir die schon mal ausgerüstet? Dann würde ich sagen, rüsten wir auf jeden Fall als nächstes hier die Kollegen hier auf, damit das Ganze ein bisschen zügiger läuft hier, ne? Weil das ist ja sonst nichts. Wunderbar. Wunderbar, ist einfach so wunderbar. Ich sehe auch gerade, können wir die eigentlich selber herstellen, wenn ich mir jetzt mal so Zeug nehme hier? Tatsächlich kann die selber craften, die Teile. Das ist schon cool. Eins, zwei, drei, vier. Das ziehen wir jetzt noch durch, wa? La 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 la. So, dann haben wir hier schon mal alle Maschinen auf das richtige Update gebracht. Sehr schön. Ist natürlich jetzt so, dass wir tatsächlich echt wenig Verbrauch haben, ne? Also wir könnten da noch ordentlich was dran kleben an die Maschinen, so ist es nicht. Weil... Ja, das ist jetzt nicht so... viel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die hier eventuell... Die werden abkacken, glaube ich, oder? Aber da müssen erstmal die hier für laufen und da müssen wir einfach nur mehr machen. Weil das hier funktioniert alles, solange ich da Eisenerz reinschmeiße, was schon wieder leer ist. Ist ja egal. Aber ist ja sehr 50k noch drin. Solange das da drin ist, läuft es. Es geht. Freunde, wir haben erweiterte Schaltkreise. Das war das Ziel und wir haben das Ziel erreicht. Wir können uns, denke ich mal, nicht beschweren. Ja, das nächste große Ziel wird dann natürlich blaue Fläschchen sein. Wissenschaftspaket 3 wird nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Da sind Sachen dabei, das ist der Wahnsinn. Wir müssen da vorher uns um Gold kümmern, was wiederum bedeutet, dass wir uns um die weitere Verarbeitung kümmern müssen. Heißt Rubyte, heißt Grotonium. Von daher werden wir noch einiges zu tun haben. Dann haben wir hier Glas zum Beispiel, was wir herstellen müssen. Automatisch machen wir, glaube ich, aus Quarz. Oder? Ja. Glas aus Quarz kommt hin. Könnte sein. Ja. Sieht ganz gut aus. Müssen wir dann auch automatisch herstellen. Das können wir aber, denke ich mal, irgendwie anders machen. Das weiß ich noch nicht. Das müsste ja jetzt auch so langsam mal hier. Ja, der ist dabei voll zu laufen. Dann passt das. So, Aluminium haben wir auch am Start. Sehr schön. Sehr schön. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.